Wir veranstalten diesen Open Stage Abend zum zweiten Mal. Hinter der Veranstaltung steckt der HPI Band Club. Das sind ungefähr 50 Studenten am HPI, die sich der Musik verbunden fühlen, die gemeinsam in Bands proben und heute alles aufführen, was wir so in verschiedenen Projekten zusammenbringen. Das ist weh. Wir studieren im gleichen Semester, wir sind befreundet miteinander, wir machen Übungen zusammen. Es ist quasi viel mehr als nur die Band. Ja, ich wollte halt singen. Und wenn man so gemeinsam singt, vor allem auch Leuten, die dann so gemischt sind, also manche wissen mehr vom Singen bereits, manche kommen erst dazu, so wie ich. Und es war total schön, uns zusammenzuwachsen. Ich habe jetzt auch ein paar Leute kennengelernt, die halt auch Interesse haben, was zusammen zu machen, so, auch in der klassischen Richtung. Also es ist schon eine super Gelegenheit. Und man, also ich finde es immer spannend zu sehen, was Leute außerhalb von dem IT-Kontext machen, wo wir uns sonst halt treffen. Hier wird viel geübt und das merkt man auch. Wir haben ja HPI-Proberäume, wo sich jeder eintragen kann und üben kann und das Ergebnis sieht man hier. Mir war das ziemlich wichtig eigentlich, dass ich weiterhin sportlich und musikalisch aktiv bleibe, auch wenn ich studiere. Und deswegen fand ich es halt super klasse, als dann HPI kam und gemerkt habe, wie schnell sich hier, was weiß ich, 5 erste Bands gegründet haben. Es war eigentlich als ruhiger, besinnlicher Abend geplant. Das ist in einer Party geendet. Wir freuen uns, dass es so gut angekommen ist und vielleicht nennen wir es oben in Open Stage Party hier. Oder was in der Art.